Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Folge 3 von Let's Fly mit dem Blackbox A319 von München nach Frankfurt. Wir sind bereits im Sinkflug und wer die vorherigen Folgen gesehen hat, der weiß, dass ich auch diesen Sinkflug jetzt irgendwie manuell einleiten musste. Hat er mal auch nicht automatisch gemacht. Ich möchte das aber bitte schon nicht dem Blackbox Airbus in die Schuhe schieben, sondern wahrscheinlich mache ich irgendwas falsch. Da muss ich mich noch genauer informieren. Was wir noch nicht gemacht haben, ist, ich habe euch das Außenmodell noch nicht gezeigt. Und das möchte ich jetzt gern nachholen. Und wer die anderen Folgen schon gesehen hat, der hatte gesehen, dass ich eigentlich das Außenmodell schon in München ein bisschen gezeigt habe. Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr angezahnt von diesem Modell, bis auf ein paar Fehler bei der Livery, aber das liegt ja nicht am Designer selber. Sind die Details wirklich schön ausgearbeitet und muss sagen, bin eigentlich positiv überrascht, weil das ja, wie gesagt, so ein bisschen der Punkt war, wo ich gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob hier der Blackbox Airbus das halten kann, was er verspricht, aber ich muss sagen, gefällt mir sehr, sehr gut eigentlich. Was natürlich auch noch gibt, jetzt muss ich hier kurz schauen, ob das hier möglich ist. Aber das hier ist der Blick aufs Cockpit. Ja, nein, das ist hier nicht möglich. Das korrigieren wir gleich mal. Moment, da gehen wir hier auf die Flaps. Und dann bewegen wir uns hier mal in die Kabine rein. Die müsste nämlich eigentlich haben. Voila. Ja, ist einfach gehalten, aber trotzdem, also ich finde es eigentlich immer toll, wenn sie so eine einfache Kabine mit modellieren, weil das natürlich, wenn man hier außen aufs Flugzeug schaut und man kann hier zum Teil durch die Fenster durchschauen und man sieht einfach, dass das Flugzeug einen Innenraum hat, dann wirkt das gleich viel realistischer. Wir sind schon bei 16.000 Fuß. Ich kontrolliere mal kurz, ob wir ungefähr im Rahmen sind. Bei Olding müssten wir... Ja, eigentlich sind wir schon zu tief, wenn ich das richtig sehe. Dann machen wir jetzt mal hier... Sollen wir mal die 10.000 halten? Oder sprich, jetzt mal nicht weiter sinken. Ja, und wie gesagt, ich muss hier leider immer die Geschwindigkeit nachjustieren. Er jammert immer, dass die Engine Flex Temperature nicht gesetzt wurde. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das nachholen kann. Also wie gesagt, das Außenmodell gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schön gemacht. Und wie gesagt, der ganze Flieger gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ist für das, dass es eigentlich in der Version, das ist jetzt im Moment hier die Version 0,61, man muss sich das mal vorstellen. Also der Flieger ist noch nicht, also ist noch lange nicht in dem finalen Stadium. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Aber das habe ich jetzt genug oft gesagt. Ich will euch damit nicht nerven. Was mir allerdings noch nicht ganz klar ist, ist, wie Blackbox die Preisgestaltung dann genau macht. Weil ich habe jetzt für dieses Modell hier 45 Euro ausgegeben. Für bitteschön, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Für ein unfertiges Modell habe ich 45 Euro ausgegeben. Also man finanziert hier sozusagen die Firma vor. Und ich weiß nicht, wie die das dann mit dem finalen Produkt machen, wie die Preisgestaltung dort machen. Ob ich dann nochmal fürs finale Produkt einen Aufpreis zahlen muss oder ob ich das verbilligt bekomme, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Muss ich mir noch schlau machen. Ich hoffe natürlich, dass ich dann das finale Produkt verbilligt bekomme. Alles andere, muss ich sagen, würde ich ein bisschen ungerecht finden. So, bei Eckwood 15.000, das geht sich aus. Und bei Lefzer 10.000.
er singt hier immer noch ein bisschen. Also ich muss jetzt gestehen, diese ganze Sache hier, wie das Flugzeug sinkt und steigt und so, das und die Geschwindigkeit regelt, das kapiere ich noch überhaupt nicht. Das habe ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht im Griff. Und ich muss ja eigentlich mehr oder weniger alles manuell machen. Ich hoffe, dass ich das mit dem Anflug hinbekomme, sonst mache ich ihn manuell. Ich kontrolliere jetzt hier nochmal schnell in der Performance Page die Approach Phase und da gehen wir auf Full und haben 137 Knoten. Das müsste eigentlich recht gut passen. Okay, ich melde mich wieder vom Anflug. Okay, langsam wird es spannend hier. Ich bin hier schon fleißig am Geschwindigkeit reduzieren und habe hier die richtigen Höhen und alles eingedreht und werde jetzt mal die Flaps auf die erste Position rausbringen und weiter Geschwindigkeit reduzieren. Da wir jetzt am Punkt sind, wo wir Geschwindigkeit reduzieren müssen. Und ich stelle jetzt hier eigentlich schon die Anfluggeschwindigkeit ein. Und die haben wir berechnet mit 137. Dann stelle ich die hier schon mal ein. Ja, ist ein bisschen fummelig hier alles. Jetzt mal hier die Höhe halten. So. Dann geben wir die Flaps ein weiteres Stückchen raus. Sehr schön. Die Ground Spoilers haben wir bereits geahmt und dann fahren wir das Fahrwerk aus. Das müsste eigentlich gleich einschwenken. Und irgendwo hier, jetzt muss ich auch mit den Flaps raus. Und hier den Approach Armen. Und ich hoffe, jetzt komme ich hier keinen Stall zusammen. Bisschen eine krasse Kurve hier. Hat den Localizer, aber er hat die Glide Slope noch nicht. Localizer hat er. Glide Slope, wie gesagt, noch nicht. Ja, und jetzt hat er die Glide Slope. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das macht. Okay, das sieht mal eigentlich recht gut aus. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Autobreak machen wir auf Medium. Und dann haben wir den Autobreak 2 dazu. Okay, das sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen.
100. 50. Okay. Ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Rollout. Und ich denke, wir können übernehmen. Ups. Warum kann ich da noch nicht übernehmen? Moment. Wahrscheinlich den Autopilot wegnehmen. Jetzt, ja, okay, jetzt geht's. Mein Fehler. Wie so oft. So, von der Landebahn runter. Landing Lights off. Ja, also ich muss sagen, sehr, sehr positiv überrascht von der vollautomatischen Landung hier. Weil ich ja im Reiseflug und in der Climb Phase ziemliche Probleme im Autopiloten hatte. Und ich glaube, das ist noch nicht ausgereift. Also ich glaube, das ist auch noch nicht implementiert. Ich denke, der Autopilot, an dem müssen sie noch gewaltig arbeiten und vor allen Dingen auch am Auto-Throttle, weil das ist sehr fummelig, also das hat überhaupt nicht geklappt. Ich werde aber natürlich mich ein bisschen schlau machen noch und ja, vielleicht habe ich ja was falsch gemacht oder ich bin mir ziemlich sicher, dass ich was falsch gemacht habe und dann werde ich hoffentlich herausfinden, was das war. Wir machen jetzt hier noch schnell den Taxi Run zum Gates und dann haben wir es geschafft. Jetzt macht er hier witzigerweise den Take-off Config Test, also das mutet jetzt ein bisschen seltsam an. Wie gesagt, ich muss mich da noch ein bisschen schlau machen, was man da alles genauer einstellen kann. Vielleicht hätte ich auch das Flugzeug anders einladen müssen. Ja, wie gesagt, ist mein erster Flug jetzt gewesen mit dem Airbus von Blackbox. Bin aber sehr, sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir bitte wie immer ein Like da. Und nicht vergessen, ich sage es jetzt schon zum x-ten Mal, es gibt ein Gewinnspiel auf dieser Seite, in diesem Channel. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Zu gewinnen gibt es einen Airbus X Extended. Und ihr könnt in dem Video Let's Fly Gewinnspiel, das ihr natürlich auch über diesen Channel ansehen könnt, rausfinden, wie man mitmachen kann und was man machen muss, um mitzumachen. Und natürlich findet ihr die ganzen restlichen Videos auch in diesem Kanal. Hab mich gefreut, wieder mit euch unterwegs zu sein und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Happy Landings. Locks in position.